Mit diesen Bildern heiße ich dich recht herzlich willkommen bei Train Dreams. Ich bin Uli und wir starten gleich ins Video rein. Ganz kurz ein Rückblick zur letzten Woche, wo ich ja das Gleis verlegt hatte, was in der Kehrschleife abführt zu meinem kleinen Sägewerk. Und genau an dieser Stelle, wo ich aufgehört habe, fange ich heute natürlich wieder an. Wir sehen es schon, ich hatte ja in der letzten Folge die weißen Striche da hinten gezogen. Die hatte ich also nicht gemacht, damit ich nicht vergesse, wo das Gleis liegt, sondern... Ihr habt es gesehen, ich hatte ja in der letzten Folge den kleinen Waggon draufgestellt, den Wagen draufgestellt und der rollt so immer wieder selbstständig da praktisch raus. Und das geht ja mal gar nicht, wenn da eine kleine Fabrik steht, wo ein Wagen drinne stehen soll, kann der ja nicht andauernd rausrollen. Das ist ja, das geht ja gar nicht. Und ihr wisst, ich habe in meiner Anlage, oder ihr wisst es auch nicht, wie auch immer, auf meiner Anlage wahnsinnig viel Steigungen drauf. Auch hier im Hintergrund, links praktisch, wo nach hinter den Steinen ist die höchste Stelle, es fällt nach rechts leicht ab. Und ich habe hier ganz kurz hier eingeblendet, dass ich alles mit Flexgleisen mache. Das heißt, ich mache jedes kleine Gleis, ich hätte auch hier ein fertiges nehmen können, alles mit Flexgleisen. Damit bin ich eben flexibel, wie der Name schon sagt. Denn jetzt baue ich ja diesen Flexgleisfixierer da an, dass ich jetzt das Gleis danach biegen kann. Und das Gleis dann vorne zu dieser Weiche, hier sehen wir es schon, jetzt biege ich das Gleis. Da bin ich an keine Radien gebunden, da muss ich nicht irgendwas kaufen, damit gucken, ob es passt mit viel, so und so viel Grad. Sondern ich kann eben wirklich das machen, was ich will und bin an nichts gebunden. Das ist schön. Natürlich ist das mehr Arbeit. Ich muss das zerschneiden, ich muss das wegflexen. In dem Fall werde ich nachher, glaube ich, ein Gleisschneider nehmen. Das ist so eine kleine Zange, damit kann man das wunderbar machen. Kommen wir aber noch gleich drauf. Auf jeden Fall wäre ich erstmal jetzt hier oder habe ich jetzt hier das Ganze fixiert, eingestellt, damit es passt. Hier sehen wir jetzt die Zange. Das ist tatsächlich ein Gleisschneidezange. Seitenschneider, aber die Seitenschneider halt, die ohne Rest schneiden. Aber man hat natürlich durch das Schneiden ein kleines bisschen eine Schneidekante. Das ist klar, das kann man nicht machen. Es wird ja gequetscht, es wird ja nicht geflext, wie ich es in der letzten Folge gemacht habe, wo wir das in den fertigen Bereichen da rausgeflext haben, sondern es wird ja jetzt hier abgequetscht. Mehr ist ja ein Seitenschneider irgendwo nicht. Da nehme ich immer drei von diesen Schwellen unten raus. Das ist ja wichtig, weil da kommt ja das Endstück drauf. Und hier seht ihr schon, dass ich es vorne feile. Ich feile mir das so zurecht, wie ich das brauche. Und zwar habe ich eine bestimmte Technik. Zu einem erstmal vorne gerade feilen, falls man nicht ganz ordentlich geschnitten hat. Zum anderen seht ihr das hier auf der Grafik. Einmal ganz leicht von oben nach unten. Das ist übertrieben dargestellt hier auf der Grafik. Ne? Und dann in der Mitte so leicht zum Gleis hin, so dass ich keine scharfe Kante habe, wenn ich das später Stoß an Stoß die Gleise setze, damit das eben immer... Das ist ganz wenig, ja. Ich hab das hier völlig übertrieben dargestellt, aber dadurch hat man ganz, ganz weiche Übergänge. Und das passt irgendwo und das ist natürlich auch sehr, sehr schön. Und wenn man das zusammensteckt, ist das gut. Ich habe auch jetzt hier die Stellen schon rausgeschnitten, wo ich jetzt den separaten Stromanschluss ranmache. Ich hatte es in der letzten Folge ja erzählt, dass ich gerne dieses Gleis nicht mit der Kehrschleife verbinden möchte. Das heißt, wenn ich hier eine Lok abstelle, möchte ich nicht, dass die im Kehrschleifen Bereich drinne steht, sondern ich möchte, dass die Lok, deswegen auch letztens die Trennstellen direkt hinter der Weiche, wer das Video nicht gesehen hat, ich verlinke es oben rechts nochmal an der Ecke und dann könnt ihr euch das nochmal anschauen, dass ich da praktisch hier rechts hinter meiner Hand, da die Anschlüsse, das sind Trennstellen. Jetzt mache ich im Grunde genommen hier die Löcher für die Kabel durch. Also es ist relativ einfach, da es sich hierbei wirklich nur um Hartschaum handelt. Ursprünglich ging die Anlage oben nur bis kurz hinter das Gleis, was da oben liegt. Den Bereich hier vorne hatte ich ja erst vor einigen Folgen angebaut, um das ein bisschen breiter zu machen. Und jetzt hat sich natürlich, ja, nicht bewahrheitet, aber als gut erachtet, dass das da ist. Ne? Deswegen konnte ich das hier anbauen, sonst war das ja gar nicht hier oben. Und ich finde, das ist ein richtiger Mehrwert für die Anlage, dass man damit mit der Lok rausfahren kann und mit dem Hänger rausfahren kann, den in der Fabrik nachher abstellen kann. Finde ich super, passt irgendwo. Und deswegen könnte ich hier mit dem Schraubendreher das Loch da unten reindrücken oder die Löcher unten reindrücken. Eine ganz einfache Geschichte, das passt schon. Und wer jetzt aufschreit und sagt, oh, da ist ja das viel zu laut, wenn du auf... Ja, natürlich ist das viel zu laut. Auf dem Stückchen könnte ich keinen Zug durchfahren lassen. Während aber oben die Gleise, die liegen auf Holz und auf Kork. Aber hier vorne, mein Gott, da schiebe ich rückwärts einen Hänger rein. Was soll da für ein Geräusch entstehen? Ist so, da mache ich mich nicht verrückt. Und
ja, jetzt habe ich das Ganze fertig gemacht, jetzt wird das verlötet. Ich löte ja immer direkt an die Gleise, also ich gehe nicht an die Stöße ran oder sowas, sondern immer von den Gleisen. Dann forme ich immer so kleine Winkel in die vorverlöteten Anschnitte, wir sehen das, so dass die Kabel immer sozusagen nach innen und nach unten zeigen. Und dadurch ist das wirklich von oben absolut unsichtbar. Und das ist mir irgendwo wichtig. Ich will das nicht sehen, dass da ein Stromanschluss drunter ist. Ich weiß das, dass ich überall einen Stromanschluss drunter habe. Warum hier nicht auch? Und unter der Anlage wurde das alles in eine sogenannte Aorta eingeführt, wo ich dann, die läuft praktisch unter meiner gesamten Strecke, läuft die lang mit ein paar, hier zum Beispiel nicht. Ich habe das Kabel ein bisschen weiterlegen müssen, bis zu der Hauptstrecke nach links. Aber das passt schon. Jetzt seht ihr, dass das immer noch rollt, ja? Und jetzt versuche ich das hier einzustellen, dass der Hänger nicht rollt oder der Wagen, dass der nicht rollt. Das geht nicht. Da muss ich eben noch ein bisschen rausschneiden. Praktisch, wenn man da drunter Hartschaum hat, kann man einfach alles noch mal ein bisschen nachritzen, ein bisschen nachschnitzen, so dass das Ganze irgendwo dann so liegt, wie ich mir das vorstelle. Natürlich ist das auf der einen Seite ein bisschen höher, auf der anderen Seite noch ein bisschen tiefer, optisch zumindest, weil ja die Landschaft schräg ist. Ihr seht es jetzt hier an dem Bild. Und jetzt hat man der Hänger, der jetzt wegfährt, das ist lediglich die Kupplung, die immer wegschnipst, wenn ich gegen diesen Flexgleisfixierer da halte. Und aber ansonsten steht der Wagen jetzt bombenfest. Und so wollte ich das haben. Und da oben rollt er weg. Und deswegen musste ich da eben ein bisschen was reinschnitzen. Ihr seht rechts das Gleis und die Weiche. Die schweben leicht, sind aber wirklich bombenfest. Ich habe es im letzten Video gezeigt. Die liegen in Weißleim. Der ist natürlich relativ unsichtbar. Aber auch nur jede dritte oder vierte Schwelle habe ich den drunter gemacht. Liegt bombenfest. Aber mit Schotter, ich hatte es schon erwähnt, wird das nachher sowieso nochmal richtig fest, ja. Und jetzt habe ich natürlich die Gleise erstmal anzumalen, auch wenn das nachher kaum noch zu sehen sein wird. Ihr werdet sehen zum Schluss, das wird alles noch verkleidet. Und aber ich bin der Typ, ich male das gerne unten an. Ich will einfach wissen, dass das Gleis, dass das, ja, gealtert ist, auch dort, wo ich es später vielleicht gar nicht mehr sehe. Und ihr seht, ich male das alles von Hand. Ich fummel da nicht mit der Sprühpistole rum und spritzt mir alles voll. Das mache ich also nicht, obwohl ich es habe. Aber ich hatte auch festgestellt, dass es eben mit Airbrush gefällt mir das Ergebnis nicht. Ja, jetzt lasere ich mir hier eine Art Bohlenbereich, der praktisch unter der Fabrik ist und wo ich das dann als Grund habe, dass es eben mit Bohlen abgelegt wurde in der Fabrik zwischen den Gleisen rein. Das habe ich mir also jetzt ausgemacht als Vorbild habe ich meinen Bahnübergang genommen. Der ist ja wohl so ein bisschen groß, also viel, viel kleiner als das, aber das passt. Ich hatte ja die Maße einmal alle da, habe mir das natürlich noch verlängern müssen, habe die ganzen Bohlen da von händisch reingezeichnet. Das sind die braunen Stellen, die man so sieht, und habe den jetzt sozusagen da reingeklebt, habe das mit der Leiste und mit dem Klebertöpfchen da beschwert. Ihr seht jetzt hier diese ganzen kleinen, das sind alles so die Bohlen ausdrücken, die unter den ganzen liegen, auch wenn man später nicht sehen wird, weil da eine Fabrik drüber steht und in die Fabrik kann ich von der Seite kaum reingucken, aber ich weiß, es ist einfach da. Und jetzt muss ich natürlich ganz vorsichtig da an der Seite das Ganze ausspachteln, damit das eben auch ja, fest drin liegt, beziehungsweise ich brauche ja den Übergang zum Gleis hin und der fällt ja dann auf die linke Seite hin ab, was aber völlig in Ordnung ist. Das muss nicht hundertprozentig gerade liegen. Das ist schön so, wie es ist. Da hinten ist noch so ein kleiner Hubbel drin, den muss ich nachher noch wegschleifen. Das hatte ich immer gesehen, weil da beim Videoschneiden habe ich es gesehen. Ich habe das gar nicht mal gesehen beim Probieren, sondern beim Schneiden. Ja, da habe ich was gefühlt, dass da was sein könnte, aber so richtig gesehen habe ich es erst, wo ich das Video hier fertig gemacht habe. Hier vorne kratze ich jetzt ein bisschen den Spachtel ab, weil da die Schwellen rausgucken sollen. Die werden aber wieder schön braun gemalt, also übermalt, sodass das Ganze dann eben nicht weiß ist. Diese kleine Fabrik, ihr kennt sie ja wahrscheinlich schon von mir, die kommt dahin, die steht natürlich auch schräg, ist klar, weil das eben einmal fällt es nach vorne zu uns jetzt hier ab und einmal fällt es nach rechts ab, wir sehen es schon. Und das muss ich natürlich ein bisschen ausgleichen. Da kommt eben auch jetzt Spachtel drunter und das muss eben schön gerade gemacht werden. Das ist natürlich so, das sind schon 5, 6 mm, die ich da unterfüttern muss. Aber das ist schon gut so. Und wenn ich den Spachtel, jetzt ziehe ich es auf der rechten Seite noch ein bisschen gerade, Werkzeug hat so eine schöne gerade Kante unten drunter und ich verspachtel das nachher alles und wenn man den Spachtel, ich sag mal so eine halbe Stunde dann liegen lässt oder ruhen lässt, dann bildet sich auf der Spachtelmasse oben so eine samtige Schicht. Kennt ihr wahrscheinlich auch. Bei Gips ist das wahrscheinlich nicht ganz so praktisch. Und diese samtige Schicht,
die kann man nachher noch formen, so ein bisschen wie Knete. Und das finde ich recht praktisch an Spachtelmasse. Ja, bei Gips, ah, das ist mir zu, da tippst du zu doll rein und schon wieder bist du in diesem Gips unten drunter. Hier sehen wir schon, dass ich das probiert habe. Mein Häuschen hat eine weiße Kante unten drunter. Was aber nicht weiter schlimm ist, weil es ja bis dahin im Boden steht. Ich kratze es natürlich ab. Aber vielleicht sieht man noch hier und da ein weißes Fleckchen, aber es steht ja im Boden. Es wird ja mit Erde nachher noch verfüllt und alles sowas. Ja, also man sieht es tatsächlich nicht mehr. Und jetzt ist eben diese samtige Oberfläche, wo das Häuschen draufsteht, kann man so ein bisschen reindrücken, gerade machen. Es muss auch nicht hundertprozentig gerade stehen, das Häuschen. Ja, also wenn ich ja vorher mit der Wasserwaage gearbeitet habe, das habe ich mir als Vorbild genommen. Da habe ich ja dann die größere Stelle gemacht und bis dahin habe ich das so ausgearbeitet. Und wenn das Häuschen ganz leicht schräg steht, wen juckt's, sind wir mal ganz ehrlich, das ist überhaupt nicht weiter schlimm. Und ja, jetzt streiche ich die Landschaft noch so ein bisschen nach vorne aus. Es soll ja auch da praktisch ein LKW oder die Schüttrutsche da drunter fahren können, rückwärts. Das heißt, da geht noch eine Straße später raus, rechts kommen noch Zäunchen hin zur eigentlichen Bahn. Da habe ich mir schon eine Mauer, die ich mir ausdrucken werde. Und wir sehen, der Wagen, der bleibt da schön drin stehen, so wie ich mir das eben halt gewünscht habe, wenn ich so arbeite. Hier sehen wir von unten noch mal ein bisschen mein Chaos. Das wollte ich euch mal zeigen, wie es unter meiner Bahn aussieht. Es sieht wieder anders aus. Ihr werdet es in der nächsten oder übernächsten Folge sehen. Da kommen wir mal ein bisschen unter die Anlage. Da werden wir ein bisschen mit Strippen und allem möglichen Zeugs arbeiten. Das zeige ich euch dann natürlich aber erst, wenn es soweit ist, noch mal richtig. Hier sehen wir den kleinen Bahnübergang, den ich gebaut hatte. Und jetzt kann man wahrscheinlich auch verstehen, dass ich da erstmal ringsrum noch gar nicht mehr gemacht habe. Weil wenn ich dahinter arbeite, dann würde ich ja alles kaputt reißen da vorne, ja. So, jetzt sehen wir noch mal den Überblick. Der Wagen, der liegt da lieblos in der Ecke drinne. Aber so ist jetzt das Gleis schön verlegt. So sieht das nett aus. Und jetzt kann ich mich tatsächlich endlich auch dort der Gestaltung widmen. Und jetzt, oh Wunder, wen wundert's? Also, ja, es wundert wahrscheinlich niemanden, der mich kennt. Das wird schwarz gemalt. Ich lasse das nicht weiß. Das sieht schlimm aus. Vor allem, wenn ich nicht wirklich gleich weiterarbeite, kann ich das da nicht weiß lassen. Das geht nicht. Naja, und da wird schwarz gemalt. Dann habe ich eben, ich weiß, die Stelle ist fertig. Die ist bearbeitet worden und alles ist gut. Die Bohlen da hinten, die habe ich dann später nachher noch ein bisschen mit Wasch eingewuscht, ein bisschen dunkler gemacht, dass es eben auch benutzt aussieht, als wenn auch mal ein Tropfen Öl vom Waggon runtergefallen ist und ein Fahrwerk unser Gesang. Und mir gefällt das recht gut. Ich verlinke euch hier auf jeden Fall nochmal ein Video, auch wieder zum Thema Strom. Das könnt ihr euch gerne im Anschluss noch angucken, wo ich praktisch meine Strecke oder meine Fahrzeuge ruckelfrei mitfahren lasse. Das könnt ihr euch jetzt hier gleich angucken. Und dann würde ich sagen, macht's schön gut. Bis nächste Woche, euer Uli. Tschüss.